So, Arbeitstitel, Jeansjacke. Ich habe keine Ahnung, ob ich das hinkriege. Also im besten Fall wird es anstrengend und im schlechtesten Fall landet es in der Mülltonne. Das sind so die Optionen und einige dazwischen, die habe ich jetzt dafür. Aber irgendwie habe ich Bock drauf und das reizt mich schon länger. Also von daher möchte ich versuchen, so einen klassischen Jeansjackenschnitt zu erstellen. Diese Jacke hängt hier auf der Puppe. Das ist eine Softshelljacke, die habe ich vor einem Jahr gemacht, weil die kommt der Silhouette schon relativ nah. Das heißt, da konnte ich mich dran entlang hangeln und ich wusste, okay, die habe ich irgendwie so hingekriegt, dass sie passt und ich mag sie. Das ist der Stoff. Wie man vielleicht sehen kann, kein Jeansstoff. Ich zeige euch den gleich noch ein bisschen genauer und sage noch ein paar Worte dazu, wie der so entstanden ist. Aber der hat eine ähnliche Struktur und ich glaube, hoffe, der wird dafür funktionieren. Also rein ins eiskalte Wasser. Und los. Okay, vorweg ein paar Infos zu meinem Stoff, den ich vielleicht noch mal bügeln könnte. Aber okay, fürs Zeigen funktioniert es wohl. Ich kann in dem Fall wirklich sagen, meinem Stoff, weil dieses Stoffmuster habe ich selber entworfen. Zumindest in so ähnlich. Ich zeige euch hier noch mal irgendwo, wie es eigentlich ursprünglich aussehen sollte. Ist klar, wenn man den Stoff drucken lässt und den vorher auf dem Computer gesehen hat, dass die Farben weniger stark und weniger shiny sind und sowas. Aber hierbei war es wirklich problematisch, weil es einen deutlichen Unterschied macht. Und man muss dazu sagen, also die Jungs und Mädels von dieser Druckerei haben sich wirklich Mühe gegeben, haben mir noch eine zweite Version geschickt, um das irgendwie hinzukriegen. Aber das Problem ist einfach, wenn der Stoff von hinten weiß ist, dann hat man halt immer diese weißen Fäden durchscheinen und darum ist einfach dann eine dunkle Farbe mit meinen Kontrasten relativ schwierig zu realisieren gewesen. Das ist schade, aber okay, wir arbeiten jetzt damit. Ich hatte mich ursprünglich gefreut, weil das ist ein Tencel-Stoff und ich mag Tencel ganz gerne. Aber nun gut, es ist wie es ist und also es ist auch nicht schlecht geworden, von daher arbeite ich damit weiter. Der hat eine relativ ähnliche Struktur, finde ich, wie so ein Jeansjackenstoff. Also wenn ihr euch vorstellt, eine Jeansjacke aus einem relativ dünnen Stoff mit wenig Gewicht, ganz leicht dehnbar, dann sind wir ungefähr hier und darum möchte ich ihn für dieses Projekt verwenden. Und ich habe mir echt viel Mühe gegeben beim Stoffmuster und ich hoffe einfach, dass ich dadurch jetzt aus ihm noch was Schönes machen kann. So, wenn die Sache mit dem Stoff klar ist, braucht man natürlich noch ein passendes Schnittmuster. Und ich erkläre euch mal kurz anhand dieser Softshelljacke, was ich mir so ungefähr dabei gedacht habe. Ich versuche das relativ kurz zu halten und also ihr könnt mir gerne mal schreiben. Ich weiß immer nicht, inwiefern ich auf diese Schnittmuster eingehen soll oder wie viele Leute dann dabei schon einschlafen und ausschalten. Also keine Ahnung, sagt mir gerne Bescheid in solchen Dingen. Grundsätzlich, wie gesagt, das ist eine, die passt mir und den Schnitt habe ich letztes Jahr gemacht und habe ihn dann auch auf meinem Computer irgendwie verändern können. Das ist einfach ein weit geschnittenes Jackenoberteil, also naja, weit untailliert, jackenmäßig weit geschnittenes Oberteil, wo ich einfach den Abnäher einmal komplett durchgezogen habe und oben das zusammengesetzt habe und Taschenkragen und so weiter dazugefügt habe. Um zu einer Jeansjacke zu kommen, um wirklich diese klassische Optik zu haben, muss man immer zwei Abnäher haben. Irgendwie hat meine Bilderrecherche zumindest so ergeben. Ich zeige euch auch nochmal hier ein Bild von einer Jacke, wo ich mir denke, okay, an sowas habe ich mich in etwa entlang gearbeitet. Also kurz gesagt, da müssen zwei Abnäher hin. Oben kommt eine Brusttasche drauf. Ich habe beschlossen, diese Tasche nicht als Leistentasche zu machen, sondern dann, weil der Abnäher liegt ja weiter hier, dann als Eingriffstasche am Abnäher. Natürlich braucht man irgendwie diese klassischen Ärmel dann und nicht dieses hier, ne, mit so einer Manschette und mit einem Schlitz. Auch der Kragen muss der klassische Hemdkragen irgendwie sein und die Silhouette fand ich schon mal ganz okay. Achso, und selbstverständlich kein Reißverschluss, sondern Knöpfe. Auf dem Computer sieht das dann folgendermaßen aus. Ihr seht hier relativ viele Schnittteile. Das fordert mich auch noch ein bisschen heraus tatsächlich. Aber grundsätzlich gesehen, das sind die Schnittteile fürs Oberteil, fürs Vorderteil besser gesagt. Hier hinten ist das Rückenteil und außenrum ist diverser anderer Kram. Also einmal der Kragen, Brusttasche, Eingriffstasche, dann unten der
bunt, schrägstrich, saum, da weiß ich wieder nicht, wie man es richtig betitelt, und der Ärmel in zwei Teilen dann, damit er auch hinten diese klassische Naht hat, mit seiner Manschette unten dran. Achso, und was noch fehlt, ist übrigens der Beleg. Ich glaube, ich muss einen Beleg trotzdem noch reinnähen, um diesen krassen Weißkontrast irgendwie so ein bisschen auszublenden. Also wenn die Jacke einfach offen getragen wird und das so ein bisschen nach außen fällt, dann finde ich es nicht so ideal, wenn man halt auf dieses Weiß guckt. Also werde ich wahrscheinlich auch noch einen Beleg dazu machen. Aber gut, das in Zukunft. Erstmal schneide ich ungefähr 100.000 Schnittteile aus und schau mal, wie die zusammenpassen. Okay, ein wenig Gehirnakrobatik für Fortgeschrittene später. Vielleicht nicht für jeden, aber in meiner Welt war es Gehirnakrobatik. Ist die erste Hälfte vom Vorderteil soweit fast fertig. Hat ein bisschen gedauert, bis ich raus hatte, was ich wie in welcher Reihenfolge tun sollte. Ich bin zu 90% zufrieden. Es gibt eine Stelle, ich glaube, ich verrate sie jetzt einfach mal nicht. Und ich wollte mal kurz zeigen, wie ich das zusammengebastelt habe. Und hier liegen noch die Einzelteile für die zweite Hälfte. Ich habe im Prinzip an dem oberen Teil zuerst diese Taschenklappe doppelt schon einmal befestigt und sogar daran gedacht, vorher das Knopfloch reinzumachen. Da war ich ein bisschen stolz. Dann habe ich die Taschen einzeln jeweils hier an den beiden äußeren Teilen befestigt. Und das wäre jetzt der nächste Schritt, die gleich hier zusammenzunähen. Darum liegt es hier schon so halb zusammen. Und dann am Ende noch das vordere Teil, das mittlere Teil hier ran zu setzen und entsprechend dann umzubügeln und so weiter. Und der Eingriff für die obere Tasche, für diese Brusttasche, den habe ich hier ein bisschen tiefer gesetzt. Hier so. Das hier also einmal schon mal umgenäht, damit man auch reingreifen kann, weil das war eines meiner Denkexperimente. Wie bringe ich das voneinander so, dass diese Kante gut aussieht und trotzdem auch ja, nicht oben festgenäht ist. In so eine Tasche möchte man ja reingreifen können. Das sind so im Prinzip die Hauptteile. Der Taschenbeutel liegt am Ende erstmal einfach hier hinter. Hier zwischen vielen, vielen Fäden, die noch alle ab müssen, könnt ihr den sehen. Der hängt hier erstmal einfach rum. Und den werde ich dann, wenn ich beide Taschen habe und weiß, wie ich das hauptsächlich, also äußerst symmetrisch hinbekomme, äußerst symmetrisch, habe ich auch gut ausgedrückt. Einigermaßen symmetrisch hinbekomme, da werde ich den hier noch oben drauf dann einmal so abstecken, dass man die Naht oben sehen kann. Das wären jetzt die nächsten Schritte. Ich hoffe, das zweite Teil klappt auch so einigermaßen befriedigend wie das erste Teil. Und danach kann ich dann anfangen, mir Gedanken zu machen, wie es weitergehen soll. Stand der Dinge könnte schlechter sein. Also Vorderteil ist soweit grob fertig und ich habe schon mal das Rückenteil dran geheftet und auch das hat soweit ganz gut funktioniert. So, also erstmal bis hierhin keine größeren Beschwerden aufgetreten. Hoffentlich bleibt es so. Weiter geht es jetzt mit den Ärmeln und das bedeutet, dass ich jeweils die zwei Teile aneinander nähen werde. Die habe ich auch eigentlich ehrlich gesagt nur in der Mitte getrennt, damit ich da hinten drauf diese klassische Naht habe. Ja, es gibt den zweigeteilten Ärmel. Ja, den hätte man eigentlich benutzen können, sollen, wie auch immer. Aber ich wollte halt meinen behalten, von dem ich wusste, dass er funktioniert. Und darum habe ich ihn einfach einmal durchgeschnitten im Prinzip und eine Nahtzugabe dran gemacht. Das sollte dann am Ende ziemlich genau hoffentlich zusammenpassen mit der Rückennaht auf dem hinteren Teil, sodass die Ärmelnaht einmal gerade runtergeht. Und ich muss mich auf jeden Fall darum kümmern, dass dieser Schlitz irgendwie funktioniert. Das habe ich mir nun so ausgedacht, dass das da ja ein Stück raussteht. Auf dem Schnittmuster sieht man es, ihr wisst dann, was ich meine, hoffe ich. Na klar kann man irgendwie so einen Schlitz mit so einem Beleg oben drauf machen und sowas. Und ich habe mir gedacht, naja, wäre das nicht viel einfacher, wenn ich das einfach da einschlage und fertig ist. Ich hoffe mal, das funktioniert so, aber wenn ich schon zwei geteilten Ärmel habe, habe ich mir gedacht, oder dann probier's mal auf dem einfachen Weg. Wir werden sehen, ob das dann klappt. Also in dem Sinne erstmal diesen Ärmelschlitz irgendwie soweit einfassen, dann den Ärmel zusammennähen und anschließend muss noch eine Manschette dran. Also Daumen drücken, das sind wieder einige Hindernisse, bei denen wir mal gucken müssen, wie gut sie denn so funktionieren, wie ich es mir überlegt habe.
Wir sind an einem Punkt angekommen, wo ich ein bisschen umdenken muss, glaube ich. Also Vorderteil, Rückenteil, Ärmel und so alle aneinander. Es nimmt grob die Form einer Jacke an. Aber vielleicht seht ihr es auch auf den ersten Blick, wenn das eine Jacke ist und ich hänge die irgendwo hin oder ziehe die an oder weiß ich auch nicht was, dann sind halt diese schwarzen Nähte auf weißem Untergrund bei einer dunkelgrauen Jacke einfach. Nee, das nervt mich, das wird mich immer nerven. So, ich wollte ja eigentlich, habe ich vorhin gesagt, ich mache da einen Beleg dran, aber ein Beleg würde ja nicht alles verdecken. Also habe ich mit mir und der Jacke lange diskutiert und habe beschlossen, sie bekommt jetzt noch ein Futter. Also hole ich gleich den Futterstoff raus, nähe das Innenteil nochmal. Ich lasse die Ärmel, die lasse ich raus, da sieht man es dann ja hoffentlich nicht so, aber der restliche Teil bekommt jetzt die gleichen Sachen, abzüglich der Taschen, von daher wird es dann schneller gehen, noch einmal. Und dann ist dieses Drama mit dem weißen Innenleben hoffentlich gegessen. Also, nochmal zurück zum Start und nochmal anfangen mit vorne, hinten, oben, unten, viele Nähte. Auf geht's. Ich habe mir euch mal erspart anzugucken, wie ich fluchend langweilig dieses Innendings nochmal nähe. Ist ja im Prinzip, wie gesagt, das gleiche wie außen. Da ich wieder keine Bewegungsfalte reingenäht habe hinten, weil die Rückenbreite einfach meiner Meinung nach ausreichend ist für genug Bewegungsfreiheit, war es einfach langweilig und so sieht es jetzt aus. Ich habe das erstmal einfach nur grob ineinander gelegt, aber innen ist deutlich besser als vorher. Vorher hätte es nämlich so ungefähr ausgesehen. Na gut, das hätte man noch versäubern können und sowas, aber grundsätzlich bin ich ein großes Stück zufriedener und will mich jetzt als nächstes mal um den Kragen kümmern. Der wird einfach doppelt genäht, zusammengenäht, mit ein bisschen Bügeleinlage noch verstärkt und dann hier oben zwischen die beiden Stoffe gesetzt. Achso, Thema Bügeleinlage. Da ich gerade so fleißig am Ausschneiden war, habe ich mich auch einmal mit diesem Thema schon befasst. Vielleicht fällt es jemandem auf. Das Ding hat jetzt ein bisschen mehr Stand als vorher. Ich habe da noch ein bisschen Einlage, die 200er Standardeinlage irgendwie reingebügelt, weil mich ein bisschen genervt hat, dass da relativ viele Falten hier um den Ärmel rum entstehen. Den Ärmel habe ich bislang noch ausgelassen, der ist noch ein bisschen schlabberiger. Das diskutiere ich noch ein bisschen unterwegs mit mir, ob ich das da auch noch reinnähe oder ob mir das dann zu steif wird. Also ein paar Falten darfst du ja gerne machen, so als so eine Jacke. Erstmal der Kragen und dann denken wir weiter. So, das ist jetzt der Kragen in doppelter Ausführung. Auf der einen Seite habe ich ihn dann schon mal mit einer Bügeleinlage versehen und grundsätzlich wird er jetzt aufeinander genäht, an den drei äußeren Kanten allerdings auch nur. Umgedreht, dann werde ich das passend zu den anderen Nähten, also das könnt ihr nicht sehen, passend zu den anderen Nähten einmal außenrum absteppen. Und anschließend zwischen die beiden Stoffe verfrachten. Ist ganz geil, dass ich jetzt noch einen Futterstoff habe, weil dadurch kann ich das einfach mit der Overlock festmachen und muss das nicht so, wie man es später bei den Manschetten sehen wird, irgendwie kompliziert dazwischen fummeln. Immerhin ein kleiner Vorteil von diesem Futterstoff. Also, Mission Kraken. Nach dem kleinen Rendezvous mit dem Nahttrenner ist jetzt auch alles da, wo es sein soll. Das ist hier, schwabbelt noch ein bisschen rum, weil es noch nicht befestigt. Das kommt dann später mit der Knopfleiste und so. Aber grundsätzlich ist jetzt alles in der richtigen Reihenfolge aneinander gebastelt. Fortschrittlich. Das heißt, jetzt können die Ärmelbündchen dran. Ich habe die schon mal ausgeschnitten, ein bisschen Bügeleinlage reingemacht zur Verstärkung und habe die Ränder einen Zentimeter nach innen gebügelt, so dass ich die jetzt hier im Prinzip draufsetzen kann. Also erstmal rechts auf rechts wird es hier dann einmal entlang dieser Bügelkante angenäht, danach nach innen geschlagen und dann noch mal wieder von außen angenäht, zweimal angenäht. Ich zeige euch.
letzte Teil, der nochmal halbwegs aufregend wird, im Sinne meines Schnittmusters, ist jetzt das Bündchen. Das, ja, ich musste irgendwie diesen komischen Dekoriegel, ich habe ihn Dekoriegel genannt, haben, der dann noch hier hinten so dran ist und da irgendwie unsinnig, glaube ich, nach hinten zeigt, aber es sieht irgendwie ganz cool aus. Also von daher ist mein Bündchen jetzt auch in mehrere Teile geteilt. Ich habe einmal das hintere Stück, das vordere Stück und diesen Dekoriegel, der dann dazwischen gesetzt wird. So, soll sagen, ich brauche diesen Riegel, zweifach, verstärkt und mit Knopfloch. Den schneide ich die Bündchen aus und nähe die zusammen, das Ding dazwischen und hoffe anschließend, dass alles irgendwie dann auch genau zu der Länge der Jacke passt. Bündchen ist soweit fertig genäht und könnte theoretisch angebracht werden, aber ich habe beschlossen, vorher noch die Sache mit der Handarbeit zu erledigen, weil ich möchte gerne natürlich das Innenstoff und Außenstoff möglichst gut aufeinandertreffen. Das heißt, ich möchte erst diese beiden Ärmellöcher aneinander befestigen. Doof ist, dass ich schon vorher, der Kater eskaliert gerade, darum bin ich etwas abgelenkt. Doof ist, dass ich schon vorher hier die Nähte geschlossen habe und sogar nochmal abgesteppt habe. Das heißt, ich habe keine Chance mehr, irgendwas auf irgendeiner Nahtzugabe befestigen. Und darum ist Handarbeit gefragt. Das kann ich immer nicht so gut. Also alle Knöpfe, die ich mit der Hand annähe, gehen immer irgendwann wieder ab. Aber ich werde mein Bestes geben. Im Prinzip muss ich das ja nur grob aufeinander tackern. Dann weiß ich genau, wie die Längen aufeinander passen und kann das irgendwie noch notfalls berichtigen. Und dann nähe ich das Bündchen an. Das werde ich genauso von der Vorgehensweise machen wie bei den Ärmeln, bei den Manschetten. Also ich werde das einfach auf beiden Seiten dann passend umbügeln. Werde dann an der Außenkante hier innen dran entlang nehmen, werde das umklappen und so weiter. Ihr habt das gesehen, darum brauche ich das, glaube ich, nicht noch ein zweites Mal ausführlich zeigen. Sonst wird das Video auch recht lang, aber das ist der Plan. Erstmal Handarbeit. So, ist kaum zu glauben, aber Finale steht an. Also die Leiste unten, die Saumleiste, Bündchenleiste, wie auch immer, ist dran. Da kann man nochmal drüber bügeln, dann ist die auch ein bisschen weniger gewölbt. Auch hier hinten, dieses Dekoriegelteil muss nochmal vernünftig umgebügelt werden und sowas, aber ist okay. Also sie passt dran. Weder unten noch oben macht das irgendeinen Unsinn, das ist okay. Soll sagen, finale Knopfleiste. Also einmal hier die Linie lang absteppen. Dann Knopflöcher reinmachen auf einer Seite und Knöpfe beziehen. Ich werde die beziehen mit genau diesem Stoff. Die sind ja an diversen Stellen vorhanden, also das werden ein paar, aber that's it im Großen und Ganzen. Danach stehen noch so ein paar Restarbeiten an, also es hängen noch überall diverse komische Fäden rum, die ab müssen und teilweise irgendwie nochmal gesichert werden müssen. Das muss ich noch tun und ich glaube auch mittlerweile, dass ich das Bügelvlies dann nochmal kompliziert in die Ärmel bügeln werde. Aber ich glaube, das wird ein bisschen schöner, wenn die auch ein bisschen mehr Stand haben. Aber wie gesagt, das sind Restarbeiten. Also letzte große Challenge wäre die Knopfleiste. Ich würde sagen, da kann nicht mehr so viel schief gehen, aber das sage ich lieber nicht laut. Also erstmal machen und dann schauen, wie es am Ende aussieht. So richtig glauben kann ich es noch nicht, aber ich denke, ich bin fertig. Also es sieht aus wie eine vollständige Jacke und die sollte mir auch passen. Auch das muss ich gleich dann noch unter Beweis stellen, aber
Ich bin da ganz optimistisch. Na gut, ich hatte sie auch zwischendurch schon mal an, machen wir uns nichts vor. Kleine Planänderung gab es noch bei den Knöpfen, die wollte ich ja beziehen, habe ich gesagt, um dann festzustellen, dass der Stoff ein bisschen zu dick ist dafür und ich das nicht hinbringe. Also sind da einfache, schlichte, schwarze Knöpfe dran gelandet. Und ansonsten hat das besser geklappt als erwartet, wenn wir mal die Arbeitszeit dafür abziehen. Aber ist in Ordnung, ich ziehe das mal an. Okay, hier ist sie angezogen. Ich bin wirklich, wirklich froh, dass das funktioniert hat. Also die Arbeitszeit und auch der Stoff, das wäre wirklich traurig gewesen, wenn ich das in die Tonne hätte treten müssen. Von daher bin ich jetzt glücklich und erleichtert, dass man dieses Teil auch anziehen kann. Und verzeih mir auch noch, dass ich den Garderoben-Anhängehaken dabei vergessen habe. Aber es hätte schlimmer kommen können.